Hallo meine lieben Friesenfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder DIY-Zeit und heute gibt es endlich die Anleitung, auf die einige von euch schon so lange gewartet haben. Wir werden nämlich zusammen eine Fliegenmütze wie diese hier häkeln und ich zeige euch in dieser Anleitung Step für Step ganz genau, was ihr machen müsst, damit am Ende dann tatsächlich auch eine Fliegenmütze rauskommt und kein Häkeldeckchen. Kurze Anmerkung an dieser Stelle noch, die Anleitung wird ziemlich ausführlich und damit das Video dazu nicht allzu lang wird, habe ich mir gedacht, ich teile diese Anleitung einfach nochmal auf mehrere Teile auf. Die anderen Teile findet ihr dann natürlich wie immer in einer Playlist und zwar in der DIY-Playlist. Ich verlinke sie euch auch nochmal hier oben. Da findet ihr dann zum Schluss alle Teile dieser Fliegenmützenanleitung und natürlich auch noch andere DIYs. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr natürlich Fragen habt oder sonst irgendwelche Kommentare, Lob ist natürlich auch immer sehr willkommen, dann schreibt es mir natürlich unten hier in die Kommentare rein und ich freue mich auf eure Nachrichten und wenn ihr Fragen habt, dann werde ich euch die natürlich auch so gut wie es geht beantworten. Auf geht's! Für eine Fliegenhaube in der Größe Warmblut braucht ihr ungefähr 100 Gramm Baumwollhäkelgarn. Ich nehme immer von Schachenmeier das Catania. Das gibt es in vielen verschiedenen Farben. Das heißt, da ist für jeden Geschmack was dabei. Außerdem ist es mega einfach zu verarbeiten und sehr pflegeleicht. Das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen und ich verlinke es euch auch gerne nochmal unter dem Blogbeitrag. Dann könnt ihr das nachshoppen. Wenn ihr natürlich noch andere Farben verwenden wollt, dann bräuchtet ihr natürlich auch noch weitere Knäuel in den anderen jeweiligen Farben. Außerdem brauchen wir natürlich zum Häkeln logischerweise auch eine Häkelnadel. Ungefähr in der Größe 3,5 bis 4, je nachdem, was euch lieber ist, ob ihr lieber engmaschig häkelt oder lieber mit größeren Maschen. Außerdem brauchen wir für die Öhrchen noch Stoff. Da könnt ihr beispielsweise Stoffreste von alten T-Shirts oder so verwenden, aus Baumwolle oder auch aus Jersey. Jeweils ungefähr 20 x 25 cm groß, ein so ein Stoffstück. Weiterhin eine Nähnadel oder auch eine Nähmaschine, wenn ihr da habt, logischerweise Nähgarn. Und Stecknadeln zum Fixieren. Außerdem könnt ihr dann später fürs Verzieren auch noch Kordeln nehmen oder Borten, je nach Lust und Laune. Das ist dann euch überlassen, wie ihr gerne eure Fliegenhaube verziert haben möchtet. So, wir fangen das Fliegenmützchen an mit einer Reihe Luftmaschen. Und damit ihr euch mal vorstellen könnt, wo der Start eigentlich ist an unserem Fliegenmützchen, wenn wir anfangen zu häkeln, habe ich euch einfach mal ein altes Fliegenmützchen oder ein schon fertiges Fliegenmützchen von mir mitgebracht, was ich mal gemacht habe. Und zwar ist der Startpunkt hier hinten hinterm Ohr. Und das ist auch euer Anfangsmaß, was ihr benötigt, wenn ihr jetzt beispielsweise kein fertiges Fliegenmützchen als Vergleichsobjekt habt und ihr euch nicht sicher seid, hey, welche Maße braucht denn mein Pferd? Ja, oder ich habe kein Warmblut, ich habe einen Pony oder ich habe einen Kopp oder ich habe ein Warmblut mit einem riesigen Schädel und da passen vielleicht keine Standardmaße. Welches Maß brauche ich denn da? Dann könnt ihr das einfach abmessen hinterm Ohr, indem ihr einfach hier von der einen Außenkante des Ohrs über das Genick rüber zur anderen Außenkante des Ohrs messt. Denn das wird quasi das Maß, das wir für den Beginn für die Luftmaschenreihe vom Fliegenmützchen benötigen. Der Start ist dann quasi im Endeffekt hier unten und geht dann einmal hier so rüber. Das heißt, wir starten mit einer Reihe Luftmaschen, die hier quasi im fertigen Fliegenmützchen liegt, damit ihr euch das einfach mal bildlich vorstellen könnt. Ich schlage für meine Fliegenhauben in der Größe Warmblut
weil Xeron hat ja Größe Warmblut, immer ungefähr 65 Luftmaschen an. Das ist jetzt wirklich nur ein Richtwert. Je nachdem, was für ein Garn ihr verwendet oder eben auch wie fest oder wie locker ihr häkelt oder auch wie groß der Kopf von eurem Pferd oder von eurem Pony ist, kann natürlich die Maschenanzahl variieren. Das heißt, das müsst ihr schon am Anfang ein bisschen ausprobieren und gegebenenfalls eine Maschenprobe häkeln. Das empfehle ich sowieso immer. Macht man eigentlich auch bei Handarbeiten, bevor ich irgendein neues Häkelstück oder Strickstück nehme, dass ich da immer erst eine Maschenprobe häkel, damit ich weiß, wie die Maschen ausfallen und damit ich mir entsprechend dann auch die Maße darüber berechnen kann. So, also wir nehmen jetzt erstmal hier 65 Maschen. Wundert euch am Anfang auch nicht, wenn euch jetzt hier diese Reihe Luftmaschen etwas länger vorkommt, als was ihr tatsächlich maßgenommen habt. Denn wenn ihr jetzt die Reihen feste Maschen, die jetzt da drüber kommen, drüber häkelt, dann zieht sich automatisch hier diese Luftmaschenkette so ein ganz kleines Stückchen zusammen. Das heißt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn euch das ein bisschen länger erscheint, als es tatsächlich sein soll. Wenn wir jetzt fertig sind mit der Reihe Luftmaschen, dann geht es weiter, indem wir quasi in diese Luftmaschenreihe jetzt 10 weitere Reihen feste Maschen häkeln. So, wenn wir jetzt hier bei der ersten Reihe festen Maschen hinten angelangt sind, eine Luftmasche, sogenannte Wendemasche, und dann geht es hier ganz normal weiter. Denkt dran, wenn ihr die Wendemasche gemacht habt, stecht ihr erst wieder in die übernächste Masche ein und häkelt quasi die Reihe wieder zurück. Und wenn ihr da angelangt seid, am Ende der Reihe, wieder Wendemasche und wieder eine Hinreihe und wieder eine Wendemasche und wieder eine Rückreihe und immer so weiter, bis ihr dann die 10 Reihen feste Maschen fertig habt. Wenn ihr fertig seid mit den 10 Reihen feste Maschen, dann sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Das ergibt ein Viereck von ungefähr 34 cm in der Länge und 5 cm in der Höhe bei Größe Warmblut bei diesen 65 angeschlagenen Luftmaschen. Und wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, das ist quasi hier der Teil, der dann später überm Genick liegt, hinter den Ohren. Und bevor wir jetzt ans Mittelteil gehen, das dann quasi zwischen den Ohren hier ungefähr liegt, müssen wir aber erst noch 16 Luftmaschen häkeln, denn die brauchen wir später noch. Danach einfach den Faden abschneiden. Und durchziehen. Und dann sollte das Ganze bei euch so aussehen, dass ihr quasi hier den Anfangsfaden habt, in der Ecke, und schräg gegenüber dann hier endet mit dieser Luftmaschenkette.
Weiter geht's mit unserer Fliegenmütze, indem wir jetzt hier den mittleren Teil zwischen den Ohren häkeln. Dafür nehme ich die Maschenanzahl, die ich angeschlagen habe und die ganze Zeit hier in Hin- und Herreihen gehäkelt habe und teile diese Anzahl durch 3, denn ich häkle ja quasi das Mittelstück nur über dem mittleren Drittel der Fliegenmütze, hier so hoch. Ich habe 65 Maschen angeschlagen, wie ihr euch erinnert. Das heißt, das mittlere Drittel sind bei mir nur 21 Maschen. Ich habe hier an den Seiten jeweils 22, in der Mitte 21 und über die häkle ich jetzt quasi mein Mittelteil. Damit das Maschenbild, was wir hier schon haben, auch erhalten bleibt, drehen wir hier einmal unser Häkelstück um und dann zähle ich mir einfach hier von hier vorne die ersten 22 Maschen ab und fange dann an in der 23. Masche, steche ein, hole mir den Faden, häkel hier ganz normal meine festen Maschen, 21 Stück, bis ich hier am Schluss angekommen bin. Und das letzte Drittel, die restlichen 22 Maschen, die bleiben wieder frei. Nach den 21 Maschen häkle ich hier wieder meine Wendemasche. Und häkle wieder Reihe um Reihe feste Maschen hin und her über diese 21 mittleren Maschen. Insgesamt wird dieser Mittelteil dann 16 Reihen hoch. Wenn ihr fertig seid mit dem Mittelteil, machen wir hier wieder im Anschluss die 16 Luftmaschen, die ihr schon von hier hinten kennt. Jetzt auf der Seite. Dann schneiden wir den Faden hier ab. Ziehen hier wieder durch und damit ist auch dieser Teil fertig. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte es bei euch genau so aussehen. So und so. Ja, das sieht man jetzt schlecht ein bisschen, weil es der sich ein bisschen aufrollt zur Seite, aber so sollte das in etwa aussehen. Also ihr habt hier einmal diese Luftmaschen und ihr habt hier diese Luftmaschen und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was wir jetzt mit diesen beiden Schwänzchen, sage ich jetzt mal so, tun. Wir machen nämlich die hier jeweils einmal hier und einmal hier in den Ecken fest und dann sind das nämlich hier die Dreiecke, wo dann später die Ohren von eurem Pferd durchkommen. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus und damit ist der Teil vom Fliegenmützchen schon mal fertig. Und wir machen jetzt weiter mit der Stirnseite. Wir fangen dazu hier unten an der Seite an und häkeln quasi jetzt auch wieder Reihe um Reihe von hier über diesen Teil hier oben drüber, bis hier unten wieder hin, drehen das Ganze um und es geht dann immer so hin und her, bis wir die Reihen dann auch voll haben. Dieser Stirnteil wird jetzt übrigens genauso hoch wie hier hinten schon dieses Genickteil. Ihr erinnert euch, bei mir war dieses Genickteil ungefähr 5 cm hoch, sind gleich 10 Reihen, das heißt, der neue Teil hier oben drüber
werden auch wieder 10 Reihen feste Maschen, die ich jetzt hin und her häkle. Damit auch diesmal das Maschenbild erhalten bleibt, wir haben ja quasi hier geendet, drehe ich wieder meine Häkelarbeit um und fange jetzt hier unten in der Ecke an, steche da ein, hole mir den Faden und häkle dann meine Reihe feste Maschen. Wenn ihr die 10 Reihen fertig gehäkelt habt, dann könnt ihr auch hier gerade wieder den Faden abschneiden und durchziehen. Und dann haben wir auch den Stirnteil vom Fliegenmützchen fertig.